Um 8:45 rollt der Wagen von Gitta Konnemann auf den Hof des Gartenbaubetriebes Herbert Rogge in Völln. Für die Bundestagsabgeordnete der erste von insgesamt 6 Terminen an diesem Tag. Grund für den Besuch die sogenannte Mehrgefahrenversicherung, die erhöht wurde und nun den Gärtnereien im Emsland Kopfzerbrechen bereitet. Bevor es aber um Fakten geht, gibt es erstmal eine Führung durch den Betrieb. Für Gitta Konnemann ein Heimspiel. Also ein Ortstermin in einer Gärtnerei ist für mich wie nach Hause kommen. Ich komme ja selbst von einem Hof aus Ostfriesland. Mein Bruder baut dort heute noch Erdbeeren und Spargel selbst an. Das heißt, sind auch Themen, die mir von zu Hause sehr, sehr liegen. Und zu schmecken scheint es der Leranerin auch. Aber sie ist ja schließlich nicht zum Essen hier. Geduldig hört sich Gitta Konnemann die Sorgen der Gärtner an und bespricht mit ihnen das weitere gemeinsame Vorgehen. Die Ostfriesen und Emsländer, ein Schlag Mensch, ganz nach ihrem Geschmack. Also ich finde es herrlich, wenn ich durch die Stadt laufe, in Leer oder auch in Papenburg. Und dann wird von der gegenüberliegenden Straßenseite gebrüllt, Moin Gitta! Und dann weiß ich, ich bin zu Hause. Bevor es weiter zum nächsten Termin geht, wird aber erst nochmal ein Bild für die Facebook-Seite gemacht. Natürlich fotografiert Frau Konnemann selbst. Dann geht es aber wirklich los. Als ich Abgeordnete wurde, und das war 2002, hatte ich keine echte Vorstellung von dem, was auf mich zukommen würde. Dieser doch große Verlust an Privatheit, auch gewollt bzw. natürlich Folge der Öffentlichkeit, in der wir stehen und die wir ja auch suchen. Das Bad in der Menge ist bei der Gallimarkt-Eröffnung natürlich nicht zu vermeiden. Wie alle anderen wartet auch die Bundestagsabgeordnete darauf, dass es endlich losgeht. Doch jetzt haben erstmal andere das Wort. Und dann auch noch das. Doch auch im Kampf gegen den Regen glänzt die Politikerin mit ihrem Einfallsreichtum. Zum Glück findet der offizielle Empfang im Zelt statt. Hier wollen natürlich auch wieder viele Freunde und Kollegen begrüßt werden. Manche wollen sogar mehr. Hallo. Ja, hi. Ich wollte mal nur eine Frage stellen. Ja. Wir haben ja eine Kinderfeuerwehr gegründet. Ja. Welche Möglichkeiten von deiner Seite erstmal uns zu unterstützen? Hast du eine Idee? Wenn du fragst, hast du doch eine Idee. Ja, wir haben ja keine Uniform, dürfen wir ja nicht tragen. Ja, die Kinder. T-Shirt oder was? Genau. In dieser Wie viele? Richtung. 25 sind wir. Plus Betreuer wären wir schon bei 32. Nähst du mir das mal? Ja, die Adresse stimmt immer noch. Gitta.Konnemann. Ja, die ich habe von damals. Bitte e-mailen, wie viel, für welche, ja? Ja? Ich melde mich. Kein Wunder, dass die Christdemokratin auch als Kümmererin bekannt ist. Dann noch einen kleinen Happen mit dem Bürgermeister und 1,5 Stunden später steht Gitta Konnemann schon wieder im 70 Kilometer entfernten Sögel parat und empfängt die parlamentarische Staatssekretärin vom Bundesministerium für Umwelt, Ursula Hein-Esser. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo. Auf Sie gewartet. Herzlich willkommen im Emsland. Der Anlass, die zweite emsländische Klimakonferenz mit vielen Teilnehmern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Aber auch hier muss sie schon wieder vor allen anderen aufbrechen. Der Terminplan ist voll. In Wippingen hat eine Baufirma Probleme mit der Internetbreitbandversorgung. Gleich 3 Bürgermeister sind auch dabei, doch wenn Gitta redet, dann hören sie alle zu. Natürlich habe ich ein Mandat, das auch respekteinflößend ist, das weiß ich. Ich bin protokollarisch hoch angesiedelt, mit der Folge, dass ich dann überall auch begrüßt werde. Aber habe 8 Stellungen, nehme ich wahrscheinlich auch nicht mehr wahr. Kein Wunder, nach nun schon über 15 Jahren in der Politik und 10 Jahren im Bundestag. Dass ich Bundestagsabgeordnete werden würde, hätte ich mir niemals denken lassen, denn ich war als Jugendliche von Politik ebenso abgestoßen wie wahrscheinlich viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, wenn das schon im Fernsehen flimmerte. Umständliche, schwierig zu verstehende Aussagen über langweilige Themen, da war ich eine derjenigen, die sofort abgeschaltet hat. Doch irgendwann war der Wunsch, Dinge zu ändern, größer. Und auch wenn nun um 7:30 noch nicht Schluss ist, Gitta Konnemann hat immer noch gute Laune, als sie in Papenburg von den Landfrauen begrüßt wird. Das Thema Lebensmittelverschwendung. Woher die Abgeordnete ihre Kraft nimmt, ganz einfach. Mein größtes und wunderbarstes Entspannungsmittel ist Musik. Also ich liebe Musik über alles, wie wahrscheinlich Abermillionen Menschen. Deswegen höre ich sehr viel Musik, also auch im Auto, wenn ich fahre beispielsweise.
Ich habe immer auch meine Ohrstöpseln dabei, die ich soweit ich kann mir auch einsetze, um Musik zu hören. Ich habe eine ganz große Anzahl an unterschiedlichen Titeln auch auf meinem iPhone. Ich werde sofort, wenn ich nach Hause komme, die Musik anstellen. Und Musik ist nicht etwas, um mich zuzudimmen, aber Musik ist für mich etwas, das mich belebt und entspannt gleichzeitig. Das scheint ja gut zu funktionieren. Und so geht mit dem letzten Foto der Tag um 21:15 auch für Gitta Konnemann endlich einmal zu Ende. Das verdiente Glas Wein gibt es aber natürlich nicht zu Hause auf dem Sofa, sondern ganz Konnemann-like im Wahlkreis mit den Bürgern. Und er schlief und schlief. Ihr seid so typisch! Und wir wollten schon losfahren und er winkte und dann bin ich wieder raus aus dem Bus. Er hat die Adresse geholt, er wollte auch ein Foto haben.